Heute gebe ich dir 5 Gründe, warum du es nicht schaffst, das Maximale aus dir herauszuholen. Leute, ich sehe es immer und immer wieder, dass viele Männer einfach hinter ihren Möglichkeiten stehen und nicht das Maximale aus sich herausholen. Und warum das so ist, darüber spreche ich heute. Erster Grund, weil du nicht deine Grenzen überschreitest. Leute, wann habt ihr das letzte Mal wirklich eure Grenzen, eure Limits komplett ausgereizt? Beispiel Sport. Du gehst zum Beispiel gerne joggen und machst deine 3, 4, 5 Kilometer. Wann hast du das letzte Mal die 10 Kilometer Grenze überschritten und wirklich das Maximale rausgeholt? Oder anderes Beispiel, im Gym. Jeder weiß, dass man richtig vorankommt, wenn man seine Grenzen überschreitet. Wann hast du das letzte Mal wirklich die 12., die 13. Wiederholung noch gemacht, obwohl dein Muskel schon fast versagt? Wann hast du wirklich das Maximalste das letzte Mal im Gym rausgeholt? Ist schon eine Weile her, dann solltest du mal wieder wirklich richtig Gas geben. Zweiter Grund, weil du seit Jahren die gleiche Frisur trägst. Wann hast du das letzte Mal eine komplett neue Frisur ausprobiert? Hast du dir zum Beispiel mal deine Haare komplett lang wachsen lassen? Oder vielleicht deine Haare komplett abrasiert? Nein? Vielleicht wird es mal Zeit. Geh doch einfach mal zu dem Friseur oder dem Barbier deines Vertrauens und sag ihm, hey, ich will einfach mal was Neues ausprobieren, was Freshes ausprobieren, was kannst du mir empfehlen? Probier es einfach aus und schau dann, ob es gut aussieht. Und jetzt komm mir bitte nicht um die Ecke und sag, ey Daniel, ich habe gerade aktuell Haarausfall, ich habe voll die schwierige Situation. Hey Kollege, dafür gibt es eine Lösung, dann mach eine Haartransplantation. Oder Leute, die zum Beispiel nur noch einen Kranz haben, ja, auch dafür gibt es eine Lösung, zum Beispiel ein Haarsystem oder eine Haarpigmentierung. Also kommt nicht mit Ausreden um die Ecke, sondern fangt einfach an, eine Veränderung vorzunehmen, zum Beispiel an der Frisur. Dritter Grund, warum viele Männer hinter ihren Möglichkeiten bleiben, weil sie einfach immer die gleichen Klamotten tragen. Hör doch einfach mal auf, diese Sneaker, Jeans, Poloshirt oder T-Shirt-Kombination zu tragen. Probier dich doch einfach mal aus mit verschiedenen Styles, mit verschiedenen Fits, mit verschiedenen Farben. Probier einfach mal, was dir steht und was besser zu dir passt. Du kannst ja auch unterschiedliche Styles tragen. Den einen Tag mal so, den anderen Tag mal so. Und der erste Schritt dazu ist einfach folgender. Lad dir einfach mal den Men's Style Guide runter. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling. Und dieses E-Book gibt dir einfach mal so ein paar Guidelines an die Hand. Weil ich habe keine Lust, dass du um die Ecke kommst. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, woher denn auch? Weil damals hat deine Mutter dich eingekleidet und danach hat vielleicht deine Freundin oder deine Frau dich eingekleidet und du hast dich nie wieder mit Mode beschäftigt. Also setz dich mal hin und tu was und beschäftige dich einfach mal ein bisschen damit, damit du wirklich auch klamottentechnisch das Beste aus dir herausholen kannst. Also nicht lange fackeln, lad dir das E-Book, den Men's Style Guide runter. Mit dem Gutscheincode DANIELKORTE20 bekommst du noch 20% Rabatt. Es gibt keine Ausreden, mein Freund. Vierter Grund. Die meisten Männer haben keine gute Hautpflege. Die meisten Männer wissen noch nicht mal, was für ein Hauttyp sie haben. Kennst du deinen Hauttyp? Nein? War mir klar. Oh doch, du kennst deinen Hauttyp? Dann gehörst du zu den 20% der Männer, die einfach ein bisschen mehr aus sich herausholen wollen und die wahrscheinlich auch schon mal einen YouTube-Kanal abonniert haben. Vielen Dank, Bro. You're welcome. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Die Haut ist das Erste, was man sieht, wenn man einer Person begegnet. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass man einfach seine Haut vernünftig pflegt. Und bei den meisten Männern, garantiere ich euch, ist da wirklich sehr, sehr viel Luft nach oben. Benutzt doch einfach mal neues Waschgel oder eine Gesichtsreinigungsbürste in Kombination mit einem Waschgel oder probiere eine neue Creme aus oder vielleicht auch ein Serum. Auf jeden Fall kümmere dich um deine Haut, denn du wirst sehen, sie wird schneller altern, als du denken kannst. Du hast keine Ahnung von Hautpflege? Kein Problem. Dein Online-Bro Korte hat hier unten ein paar vernünftige Hautpflegeartikel verlinkt. Check die mal aus. Fünfter Grund, weil du dir nicht genügend Zeit für dich selber nimmst. Wann hast du das letzte Mal dir wirklich Zeit für dich selber genommen? So ein paar Tage oder vielleicht sogar eine Woche. Wann warst du das letzte Mal eine Woche für dich alleine und hast was für deine persönliche Entwicklung gemacht? Dir zum Beispiel ganz entspannt mal ein Buch durchgelesen, dir überlegt, wo du hin möchtest im Leben oder dir vielleicht mal einen Podcast angehört, den du seit Ewigkeiten mal anhören wolltest. Wann hast du das letzte Mal frisch gekocht? Ist auch schon ein Weilchen her? So richtig frisch gekocht, für dich was Gutes getan? Wenn das der Fall ist und du das lange nicht mehr gemacht hast, dann nimm dir deine Zeit, block dir Zeit in deinem Kalender, wirklich Me-Quality-Time, wo du dich mit dir selber beschäftigst und wo du einfach für dich persönlich einen Schritt weiter vorankommst und dich weiterentwickelst. Das gibt dir ein richtig gutes Gefühl. Und warum holst du so dann das Maximale aus dir heraus? Weil du dich einfach wieder feinjustierst und drüber nachdenkst, wo du eigentlich hin willst und was du machen willst. Dann bist du in dir selber drin, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes. Du gehst in dein Inneres rein und hörst, was dein Herz dir sagt. Und das ist unfassbar wichtig, um das Maximale am Ende des Tages für dich persönlich rauszuholen. Schreib gerne mal in die Kommentare, welchen dieser Gründe ihr total vernachlässigt habt in der letzten Zeit. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreiben werdet. Und in diesem Sinne wünsche ich euch maximale Erfolge in jedem Lebensbereich. Holt das Beste für euch heraus. Vollgas und Attacke!